zurückkommen zu diesem Video. Ich hatte vor ein paar Tagen eine Umfrage gemacht und da hattet ihr euch für das Tarot-Tutorial entschieden. Das werde ich heute auch für euch drehen. Und was ich außerdem machen werde, ist, bei dem anderen Tarot-Tutorial, was ich vor 2 Jahren oder so mal gedreht hatte, kamen viele Fragen auf und die werde ich in diesem Video auch beantworten. Bevor ihr anfangt, den Tarot zu üben, würde ich euch erstmal empfehlen, die ganzen Basics zu üben. Also wenn ihr die drauf habt, dann könnt ihr den Tarot üben. Die Basics sind 180, Hop auf jeden Fall, vielleicht noch 360. Ich werde euch die Tricks mal zeigen und ich werde euch auch noch den Tarot zeigen, falls manche jetzt nicht wissen, was das für ein Trick ist. Ja? Gut. Gut. Was ihr als erstes für einen Tarot üben müsst, ist das Deck vor euch zu drehen. Das müsst ihr als erstes üben. Wenn es bei euch noch nicht so richtig klappt, würde ich erstmal empfehlen, das so zu machen. Also ihr macht ein Bein drauf und kickt es dann immer so und fangt es dann wieder auf. Das Ganze macht ihr dann mit dem Fuß, womit ihr hinten steht. Also ich stehe so drauf, heißt mit links. Also kicken, wieder auffangen, kicken, wieder auffangen. Das übt ihr. Wenn ihr es sicher könnt, könnt ihr nochmal das hier probieren. Und das müsst ihr dann auch immer schneller üben. Heißt so hier. Wenn ihr das richtig drauf habt, könnt ihr den nächsten Schritt machen. Der kommt jetzt. Bevor wir zum nächsten Schritt kommen, muss ich nochmal kurz was klären. Unter dem letzten Video hat jemand geschrieben, dass... oder mehrere haben es sogar geschrieben, dass wir kein Tarot machen, sondern Herewhip. Deswegen erkläre ich euch jetzt nochmal kurz den Unterschied zwischen Tarot und Herewhip. Also beim Tarot ist es so, also so wie ich jetzt draufstehe, man kickt es nach hinten beim Tarot. Und beim Herewhip wäre es so, dass man das so nach vorne kickt, also vom Fuß aus so nach vorne. Das ist der Herewhip. Ich zeige euch jetzt die beiden Tricks nochmal, dass ihr den Unterschied auch richtig seht. Gut. Wenn ihr die Übungen von gerade eben richtig drauf habt, könnt ihr mal den zweiten Schritt probieren. Es gibt eine ganz einfache Übung, die zeige ich euch mal kurz. Ihr fahrt einfach an, kickt dann mit vorne oder hinten, ich würde sagen, das ist relativ egal, womit man kickt. Macht es einfach damit, wo ihr euch am sichersten fühlt oder wie es für euch am einfachsten ist. Also ihr fahrt an, kickt es, springt ab und so. Ich zeige das nochmal kurz. Ich werde es auch einmal in Zeitlupe einblenden, dass man es richtig sehen kann. Anfahren, abspringen mit beiden Beinen, wieder drauf landen. Das macht ihr so lange, bis ihr es gut könnt. Und dann kommen wir jetzt gleich zum nächsten Schritt. Kommen wir nun zur nächsten Übung. Die könnt ihr machen, wenn ihr die Übungen von davor richtig könnt. Ist fast genau dasselbe wie gerade eben. Ihr fahrt wieder an, bloß dass ihr diesmal nur mit einem Bein aufkommt. Ihr kickt dann wieder mit dem Fuß, womit es für euch am besten ist. Ich zeige die Übung einmal kurz, blende es auch wieder in Zeitlupe ein. Ihr fahrt an mit einem Bein so. Das übt ihr dann auch so lange, bis ihr es sicher könnt. Ihr könnt auch gerne mal das Ganze mit zwei Tarots probieren, also Double Whip, heißt so hier. Wenn ihr das übt, habt ihr auch ein bisschen mehr Geschwindigkeit für den Tarot denn. Also ihr übt dann die Geschwindigkeit gleich ein bisschen mit und ja, das war es dann auch mit dem Schritt. Wenn ihr die Übungen von davor richtig drauf habt, könnt ihr euch mal so langsam an den Tarot ranprobieren. Was ich euch aber empfehlen würde, ist, dass ihr das Ganze erstmal von einer Bordsteinkante probiert oder von irgendeiner Erhöhung. Also wenn ihr zum Beispiel bei euch im Dorf oder in der Stadt sicherlich, eine Bushaltestelle habt, dann geht ihr einfach mal hin und übt den Tarot da runter von der Bordsteinkante.
viele haben mich auch gefragt, was sie machen können, wenn sie nicht beide Füße drauf bekommen. Heißt, sie üben den Tailwhip und landen dann nur mit einem Fuß drauf. Das dauert halt einfach eine Weile. Das kommt dann irgendwann von selbst. Man muss sich einfach trauen, da wirklich beide Füße drauf zu lassen. Und das kommt dann alles von selbst. Das braucht halt ein bisschen Übung. Ich werde euch den Tailwhip von der Erhöhung jetzt nochmal zeigen und ja. Wenn ihr dann später den Tailwhip sicher könnt und dann mal euch an Double Whip oder Turbo Whip dran probieren wollt, dann könnt ihr die ganzen Übungen von gerade eben auch benutzen, um die dann zu üben. Mit einem Double Whip würde es dann so aussehen. Mit einem Turbo Whip so. Ich blende euch zu dem beiden Tricks, also Double Whip und Triple Whip, auch nochmal Clips und Zeitlupe ein, damit ihr euch das Ganze angucken könnt. Und ja. Mach. Kannst. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Gebt nicht auf beim Üben. Der Tailwhip ist ein schwieriger Trick. Das dauert eine Weile, bis man ihn richtig drauf hat. Sonst, falls ihr noch Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Ich werde die euch beantworten. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. I know that you like it like that. I wait designer, check the name on the tag. White Fox fur on my jacket.